Previously on Botanica. Of course, the cave you saw would hide the plant perfectly. This is it, Ellie. We can go home. Stay where you are, Outlanders. That portal is on my land and belongs to me. You're never going through that portal, my queen. You know nothing but battle and conquest. You don't deserve to go to the land of Earth, but I do. Ein herzliches Willkommen, meine lieben Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals, zu einem weiteren Wimmelbildspiel, und zwar Botanica, das Tor zur Erde in der Sammleredition. Ja, wie soll ich anfangen? Ja, das Spiel ist jetzt vor kurzem rausgekommen, es war natürlich wieder in einem Angebot da, deswegen habe ich gleich zugeschlagen. Ich habe ja schon den ersten Teil gespielt und ja, natürlich interessiert mich, wie das alles weitergeht mit der lieben Ellie. Und der mysteriösen Welt hier. Falls ihr den ersten Teil noch nicht geguckt habt, dann würde ich euch das empfehlen, bevor ihr hier weiter guckt, weil die bauen direkt aufeinander auf, die Teile. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich noch ein anderes Let's Play laufen, Jade Cocoon, aber ja, das möchte ich wirklich nur weitermachen, wenn ich auch wirklich hundertprozentig Lust darauf habe, weil dieses Spiel ist einfach viel zu geil und das, um da nicht genug Bock drauf zu haben. Ja, wie kann ich das beschreiben? Wenn man da nicht hundertprozentig Bock drauf hat, dann finde ich, wird es dem Spiel nicht gerecht. Und daher gerade nicht so viel Bock dazu, nicht so viel Lust, und das verdient das Spiel nicht. Deswegen ist das momentan bei mir noch so ein Aussetzer. Aber das geht auch noch weiter, das verspreche ich. Das wird nicht pausiert wie Satinas Ketten. So, genug gequasselt und geredet. Wir fangen jetzt einfach mal an und drücken auf Spielen. Wir wählen normal. Für erfahrene Spieler wenig Tipps, Spieleanleitungen und funkelnde Bereiche. Ich denke, das brauchen wir nicht, denn ich spiele jetzt schon einige Zeit Wimmelbildspiele, also mache ich jetzt normal. Ellie, look out! Das sieht schon mal nicht gut aus. Ellie, das Schiffwrack. Willkommen in Botanica. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nein, denn ich weiß, wie man Wimmelbildspiele spielt. Sollte ich auf jeden Fall langsam. Und ja, den ersten Teil kenne ich ja auch schon. Neue Aufgabe, wecke Ian auf. Das sieht ja mal wieder sehr geil aus, was Boomzip hier gezaubert hat. Ich bin ja immer begeistert hier, schön mit dem Blitz. Ja, ihn ignorieren wir jetzt gerade nochmal ein bisschen. Wenn wir nochmal ein bisschen das hier angucken. Ah, nein, gut, gehen wir zu ihm. Ian. Stimmt, der war ja auch damit bei uns. Are you from Earth too? My name is Ian. You're Dr. Wright's daughter, aren't you? He was my professor at the university. I have a daughter, Hannah. She's the reason I need to get back home. We were camping together one weekend when I fell into Botanica. You're a botanist? Great. Maybe if we work together, we can find a way back home. Na, auf jeden Fall werden wir nach Hause finden. Genau, das ist der liebe Ian, der möchte unbedingt nach Hause, um seine Tochter wiederzusehen. Und wir sind ja hier, also wir verkörpern ja Ellie, und wir wollen ihren Vater finden. Durchsuche die Tasche. Was haben wir denn hier? Ein Schraubenzieher. Und hier ist das schöne Big Tablet. Das ist Ian, mein Freund. Er ist bewusstlos. Wie kann ich ihn bloß aufwecken? Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Aber gucken wir erstmal unser Tablet. Aufgaben. Das Schiffwrack. Versuche Ian mit irgendwas zu wecken. Hier haben wir wieder die Encyclopedia Botanica. Da werden wir wieder alle möglichen Pflanzen drin sammeln. Dann gucken wir uns hier mal um, wie wir ihn aufwecken können. Seite des Schiffs. Oh, was war das? Hallo? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wer war das? Nein, da wollte ich nicht drauf klicken. Hier. Da war irgendjemand. Das habe ich auch gesehen. Aber da kommen wir noch nicht hoch. Was haben wir hier? Überreste eines Boots. Der arme Hummer ist darin gefangen. Wie kann ich ihn befreien?
Gute Frage. Indem wir erstmal den Stein mitnehmen. Und da einfach mal gegenhauen. Das war wohl nichts. Schraubenzieher funktioniert auch nicht. Dann zum Bug des Schiffes gehen. Was haben wir hier? Rettungsboot. Öffne die Vorratsbox. Und da drin ist eine Kerze. Okay. Noch was übersehen? Von all den kaputten Booten ist dies noch am besten erhalten. Werde ich das wohl je benutzen? Das werden wir noch sehen. Hier ist ein Anker mit einer Riesenmuschel. Riesige Venusmuschel. Was für eine Venusmuschel? Was da wohl drin ist? Keine Chance, sie ist fest verschlossen. Mit dem Schraubenzieher? Ja, sehr schön. Da sind Schlüssel drin. Okay. Wimmelbild halt. Vielleicht hat sie ja irgendwie verschluckt. Hier ist die Kajüte. JW. Was? Das könnte Joe Wright bedeuten. Ist mein Vater hier? Tür ist völlig zugewachsen. Wie komme ich da durch? Ja, mit dem Stein wahrscheinlich nicht. Und damit auch nicht. Jetzt haben wir einen Stein, eine Kerze, Schlüssel. Ah, hier ist noch die Karte, hat sich aktualisiert. Ach, hier kann ich jetzt hin und her reisen. Okay. Aktion verfügbar. Ah, hier, die Encyclopedia Botanica, Tuba Floris. Das ist eine Trompetenblume. Das lese ich nicht vor, weil ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Klasse, Bedecktsamer, Gattung Eudicotyledonen. Notiz, wächst in der Nähe von bemoosten Gebieten. Hat einen stechenden Geruch. Ah, sehr gut. Wo haben wir den denn gesehen? Ach, da. Stark riechende Blumen, an die ich leider nicht herankomme. Dabei würde ich so gerne eine Probe nehmen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Hier kann ich ja aufschließen, na klar. Okay, das erste Rätsel. Wähle die Drehscheibe, um das Schlüsselloch zu verändern. Stelle ein Schlüsselloch zusammen, in das der Schlüssel passt. Wähle den Schlüssel links und sieh nach, ob er passt. Ja, da passt er ganz bestimmt nicht. Oben ist er rund. So. Es muss auf jeden Fall so etwas sein, was hier so runtergeht. Genau. Sowas vielleicht? Das. Ist er aber nicht. Hm. Das vielleicht? Ja, sehr schön. Die Scherenkrabbe. Gerade eben war das doch noch ein Hummer. Heilige. Sie nimmt die einfach in die Hand. Und scheint das so eine liebe Krabbe zu sein. Krabina, deine scharfe Helferin. Ziehe Krabina auf deine Seite. Auszeichnungen ansehen. Ja, das gucken wir uns alle später in Ruhe an. Ich weiß gar nicht, ob hier Sammelobjekte sind. Meistens ist das ja so. Da muss ich gleich mal drauf achten. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir überhaupt die aussehen. So, jetzt haben wir eine Scherenkrabbe. Die das hier für uns wegmacht. Vielen Dank, Krabbe. Mal aufmachen und ein Wimmelbild. Da haben wir den. Diese seltsamen Pflanzen schnappen nach mir. Da komme ich nicht vorbei. Gibt es hier irgendwo ein Pestizid? Hier? Sehr schön. Dann können wir jetzt den Koffer aufmachen. Oder auch noch nicht. Weil mir der Code noch dafür fehlt. Hier sind Samen und die Gleichung bei. Samen? Vielleicht verschwindet er ja, wenn ich ihn füttere. Huch. Samen. Wie kann ich ihn denn füttern? Hm. Weiß ich jetzt noch nicht. Ein Fernrohr soll hier zu finden sein. Das liegt da. Ein Wanderstock. Da. Okay. Das muss ich wahrscheinlich richtig drehen. Hä? Nein, nein. Geh wieder zurück.
Ach, nochmal, so. So, oder nicht? Neu, ja, aber das muss ich ja nicht neu machen. Ach, das auch noch. So. Wollen wir hier nochmal das passende Stück finden? Sehr schön. Dann haben hier... Was ist das denn? Ah, das ist die Lösung hierfür. Das ist ja auch sehr interessant, wie durcheinander das ist. Und daraus soll ich jetzt die Lösung finden. Ist ja auch lustig gemeint, ne? Wie soll ich denn daraus die Lösung finden? Kann ich noch nicht. Bin zu blöd. William Riddington und ich habe immer wieder versucht, zurück zur Erde zu kommen, zurück zu meiner geliebten Ellie. Wir haben sie gefunden, eine Pflanze, die unsere zwei Welten verbindet, wie ein Tor. Aber je mehr wir experimentierten, desto instabiler wird sie und sie befindet sich im Zentrum des Vulkans, der jede Sekunde ausbrechen kann. Okay, das hatten wir. Hier oben kann ich irgendwas machen. Was haben wir hier? Ach, da kommen wir schon wieder dahin. Ach, warte mal. Hier. Dann haben wir das Herz. Hier fehlt ein Griff. Der ist da. Dann haben wir ein Teil von Foto. Das hängen wir hier rein. Ah, Paps und ich. Das war das hier. Logo der Universität. Huch, nee, da wollte ich gar nicht weg. Aber hier ist ja nichts mehr, ne? Doch, da! Oh Gott, ist ja auch peinlich, dass ich das nicht gesehen habe. Aber... Wie finde ich jetzt das Richtige hier? Ist ja alles durcheinander. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon auf dem Schlauch zu stehen, ne? Das kann doch nicht angehen. Ich habe ja auch hier keinerlei... Vielleicht so? Oder so? Gucken wir mal. Ob das irgendwo so ist. Warte mal. Warte, jetzt komme ich drauf. Klar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gucken wir mal. Zwei Pfeile nach oben. Das ist das. Klar, jetzt macht es auch Sinn für mich. Das ist das. Das ist das. Ja, sehr schön. Man muss nur mal drauf kommen, ne? Ah, hier haben wir noch ein Foto von ihrem Vater. Das Logo der Universität. Universität für Pflanzenkunde. Botanikerkoffer. Und da brauche ich noch das Flaschenschiff. An das ich wie komme? Da. Ja, das hat ein wenig länger gedauert, dieses Wimmelbild. Aber geschafft. Someday you'll be a great scientist, Ellie. Just like you. Expect the unexpected. There are many plant species we've yet to discover, whether on Earth or on other worlds.
Renowned botanist Dr. Joe Wright disappeared last night on an expedition, leaving behind his only child, Ellie. His body was never found. Der Botanikerkoffer, neuer Gegenstand, sehr schön.